Der französische Sportartikelhersteller Decathlon schlägt mit der ersten Filiale in Dessau-Roßlau seine Zelte nun auch im Osten der Republik auf. Am 14. Juni ist Neueröffnung und wir hatten die Gelegenheit, schon vorab einen Blick in den für 550.000 Euro umgebauten Standort zu werfen. Zwar ist die Eröffnung an einem 14., doch verbindet Regionalleiter Philipp Kaufmann mit der Zahl 15 etwas Besonderes. Die 15, das ist, freut mich heute natürlich kundzutun, das ist die 15. Filiale. Und was mich ganz besonders freut, das ist die erste in den neuen Bundesländern und dann in einer tollen sportlichen Stadt wie Dessau-Roßlau mit vielen aktiven Sportlern. Wir haben das vorhin schon eingangs in der Pressekonferenz gesagt, es gibt viele Sportvereine, aktive Mitglieder und viele internationale Sportmeetings, die hier stattfinden. Also für mich ein toller Standort. Auf 2400 Quadratmetern werden ab Donnerstag mehr als 35.000 Produkte angeboten. Ob Eigenmarken oder Fremdanbieter, Decathlon hat für jeden etwas. Wir wollen, dass der Kunde zu uns kommt. Bei uns ist Anfassen erwünscht. Ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung als Filialleiter in Ludwigshafen sagen. Da sind Familien bis zu 1,5 Stunden bei mir im Laden gewesen, weil die Kinder einfach alles ausprobieren und die Eltern auf der anderen Seite natürlich Produkte, innovative Produkte entdecken können. Für Marco Essinger, Filialleiter, ist die Neueröffnung ein ganz besonderer Termin. Kann er doch dem Kunden zeigen, dass in der Filiale Dessau wie auch an den anderen Standorten das Produkt schon vorab getestet werden kann. Ich freue mich riesig auf Donnerstag aus mehreren Gründen. Erstens mal, weil es einfach fantastisch ist, so ein Projekt wachsen zu sehen. Jeden Tag, wenn man reingeht, sieht es wieder neu aus und es sieht einfach besser aus. Zum Zweiten freue ich mich natürlich, dass die Vorbereitungszeit endlich rum ist und es einfach losgehen kann hier mit dem normalen Geschäftsbetrieb. Vom 14. bis 16. Juni ist es soweit. Der größte Sportwarenanbieter der Stadt öffnet seine Pforten, bietet 25 Mitarbeitern einen neuen Job und die haben zahlreiche Aktionen vorbereitet. Ein Besuch lohnt sich.